Willkommen im Lager. Ja, und damit wieder willkommen zurück zu Risen 3. Und ich habe ja letztes Mal auf Takarigur hier in diesem toten Land jemanden gesucht. So, und ich habe nur Roscoe gefunden. Und gesucht habe ich eigentlich Matt. Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Matt habe ich bereits in Folge 6 auf Kila getroffen. Und ich habe das ein bisschen durcheinander gebracht. Ich dachte, Matt treffe ich hier und mit ihm mache ich diese Schatzsuche. Deswegen war ich ein wenig verwirrt. Also habe ich das schon alles eigentlich gemacht, was ich machen wollte. Ja, gut, habe ich letztes Mal halt einfach mit Roscoe ein bisschen Schätze gejagt hier. So, und als nächstes dachte ich mir, gehen wir mal in Richtung Crows Geisterflotte. Also das steuern wir mal als nächstes an. So, Lage bricht. Wie, Lage bricht? Mal sehen, wo wir stehen. Es sind immer noch nicht alle Kristallportale zerstört. Ich muss Alvarez noch mehr Schiffe für unsere Flotte besorgen. Nein, ich bin noch nicht so weit. Ich muss erst noch den Rest erledigen, bevor ich Crow die Stirn bieten kann. Ach so, okay, ich kann das wohl noch nicht machen. So, da, gut, dann, große Ankündigung und ist doch nicht umsetzbar. Ich muss tatsächlich erstmal die Kristallportale zerstören. Gut, dann zerstöre ich als nächstes mal das Kristallportal der Krabbenküste, dort, wo ich meine Seele verloren habe, da, wo alles anfing. Ich dachte, ich kann jetzt wirklich mal loslegen hier. Nein, das ist noch nicht machbar. Also, wo war denn die Krabbenküste? Die Krabben? Also, natürlich hier an der Küste. Gut, dann ziehen wir erstmal dorthin. Und, ja. Ich weiß nicht, ich dachte, ich hätte eigentlich alle Schiffe für Alvarez rekrutiert quasi. Du verlässt Takarigur. Ja, das weiß ich. Ich erreiche ja jetzt auch die Krabbenküste. Es ist mir schon bewusst. Bei der Krabbenküste gibt es, glaube ich, keinen Teleporter. Also, es ist ja auch schon ewig her, dass wir hier waren. Aber ich mag die eigentlich ganz gern, die Krabbenküste. Hey. Komm mit. Gut. Nee, Patty, dein Talent wollen wir hier nicht einsetzen. Wir wollen ja eher hier das Kristallportal finden. So, also Teleporter kann ich hier vergessen, den gibt es hier nicht. Aber wir müssen da oben hin. Das heißt, zum Nordstrand probieren wir es mal. Obwohl, bei der Krabbenküste war ich ja irgendwann schon mal zwischenzeitlich, weil ich hier Patty gesucht habe. So, gut, jetzt hier einfach mal ins Landesinnere und ich hoffe mal, dann finde ich auch schnell das Kristallportal. Ich glaube, die Gegner habe ich am Anfang des Spiels eigentlich alle erledigt. Oh nein, es gibt neue Gegner. Es gibt jetzt Höllenhunde hier. Okay. Gut, dann mache ich die halt auch noch platt. So, jetzt ging es, glaube ich, hier hoch, oder? Oder wie komme ich da rein? Ach, Moment mal. Hier ist doch, glaube ich, eine Sackgasse, oder? Oder komme ich hier irgendwie ins Landesinnere? Moment, hier ist eine Höhle. Ah, Moment, die Höhle. Die könnte mir nützlich sein. Bevor ich mich hier nämlich wieder weg teleportiere. Einen umständlichen Weg gehe. Ich bin ja irgendwie hier auch rausgekommen. So, kann ich hier hoch? Ja, da ist auch das Portal. Sehr gut. Okay, dann hat sich das ja doch relativ schnell erledigt dann. Ich muss einfach noch ein paar Module erledigen. Mal sehen, was mich da jetzt am Ende noch erwartet. Ob da noch ein Gegner kommt. So, und dann... Jetzt. Uiuiui. Okay, da ist noch der Schattenlord, der mich damals meiner Seele beraubt hat. Boah, der hat aber jetzt gerade tatsächlich gut reingehauen. So, deswegen verschwinde ich jetzt mal. Patty, du kannst ruhig mitkämpfen. Du darfst auch in die Höhle rein.
Ah, er hängt fest. Na gut, das nutze ich mal ein bisschen aus. So, der ist tot. Dann kann ich auch... Moment, da war der Schatzzepter. Lag da noch? Naja, egal. So, und dann jetzt einfach mal wieder zerstören. Ja. Und damit wieder erstmal die neue Quest auswählen. Gut. Und dann wieder zurück zum Schiff. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Hilfe! Hilfe! Ah! Was ist los? Wer braucht Hilfe? Follys Papa! Ah! In Höhle! Ah! Wenn ich bloß wüsste, wovon er da redet. Ist Follys Papa wirklich dein Papa? Also ein Vogel? Ah! Saufkopf! Ach komm schon, jetzt tu nicht so, als wenn du mich nicht verstehst. Okay. Wir müssen anscheinend weiter mit dem Kristallportal machen. Dann sagt uns Polly auch ein bisschen mehr über ihren Papa. Gut, okay. Dann, ihren Seestechen zu Antigua. Antigua war... Wo war Antigua? Hier. Gut, ist ja eigentlich auch relativ in der Nähe. Kann man das nämlich auch direkt machen. Hey, ich möchte an Land gehen. Klar, kein Problem. Was hast du vor? Ich will mich in der Taverne umhören. Bestimmt hat der eine oder andere ein kleines Geheimnis, das ich ihm entlocken kann. Hol mich in der Taverne ab. Ich werde dort auf dich warten. Gut, dann bis später. Okay, Patty befragt jetzt wieder alle Typen hier. Na gut, wen nehme ich mit? Edward, nehme ich dich mit? Alles klar, Captain. Komm mit. Ja. Komm einfach mal mit, Edward. Ich hoffe, du bist nicht so nervig wie andere. Moment. Patty war hier bei der Taverne. Ui, ich muss da ganz nach oben hin. Für das Kristallportal. Moment, da gehe ich erstmal Patty suchen. Die sollte ja irgendwo in der Taverne sein. So, wo war denn jetzt die Taverne? Die war da vorne. So, nee, der Haupteingang ist natürlich vorne. Was mache ich denn da? Einfach hier rein. So, Patty, wo bist du da hinten? Ach, die ist wieder den Typen am Bequatschen. Antigua. Hey, ah, da bist du ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Du kennst doch noch den alten Piratenkapitän Romanov. Hm. Ich hörte, er sei tot. Er soll hier auf der Insel eine seiner Truhen zurückgelassen haben. Jeder weiß, wo sie steht. Doch aus Angst vor dem Fluch Romanovs traut sich niemand, sie anzufassen. Mich kann kein Fluch mehr beeindrucken. Wie auch immer, wir müssen vorsichtig sein. Die Truhe steht in einem sehr gefährlichen Gebiet. Hier, ich zeichne dir auf deiner Karte ein, wo sie steht. Okay. Danke. So, das sollte leicht zu finden sein. Romanov kennen wir ja noch aus Teil 1. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Ja, okay, den habe ich auch nur mitgenommen, weil du nicht wolltest. So, also, warte hier. Warte hier. In Ordnung. Nee, Moment mal, nicht warte hier. Hau ab. Wir sollten uns wieder trennen. Ja. Gut. Patty? Komm mit. Kein Problem. So, ich hab jetzt... Ja, soll ich jetzt nach Romanovs Schatz holen? Ich hab wirklich gerade gedacht, ich hätte Vater in der Ecke liegen sehen. Vermisst du ihn? Manchmal. Ja, der alte Stahlbart. Da gibt's ja auch diese interessante Theorie, dass das einfach wirklich Captain Greg aus Gothic 2 ist. Weil Greg und Gregorius Stahlbart, das könnte schon der gleiche Name sein. Und im Handbuch von Risen 2 stand ja auch drin, dass Stahlbart früher mal die Häfen von Corinis unsicher gemacht hat, also die Gewässer, würde natürlich Sinn ergeben. Und die haben auch beide eine Augenklappe.
an der gleichen Stelle und so weiter. Also es würde Sinn ergeben. Und beide auch in diese rote Rüstung. Moment, was mache ich denn hier? Ich will nach Norden, um diese Kristallportale zu schließen. Das letzte Kristallportal fehlt noch. Deswegen renne ich einfach mal schnell hier hoch. Das haben wir ja auch schon mal gesäubert, meine ich. Das, also das tote Land oben im Norden. Das dürfte ja relativ gesäubert sein jetzt. So, jetzt gucke ich mal auf der Karte nur, wo Romanovs Schatz ist. Bevor ich daran vorbeilaufe. Ich kann es ja unterwegs machen. Ne, Moment mal. Ist es bei Crew? Romanovs Versteck. Das ist... Ja, gut, weißt theoretisch. Du noch, als sie versucht haben, Vater hier hinzurichten? Du meinst, als ihm der ganze Raum wieder hochgekommen ist? Ja, genau. Und sein Erbrochenes hat sich an einer Fackel entzündet und seine Fesseln durchgebrannt. Ich glaube, sie wollten ihn köpfen, weil er mit der Frau des Henkers gepennt hatte, der alte Lustmolch. Okay. So war er, der Stahlbart. Der Vater. Na gut, ich guck mal. Vielleicht schaffe ich es noch, den Schatz hier zu holen von Romanov. Da liegt ja fast auf dem Weg. Und wieder sind wir in einem toten Land. So, der müsste ja... Kann ich... Nee, kann ich nicht hoch. Ah, wie kommt man denn hier hoch? So... Ich glaube, das Ding haben wir schon mal gelesen, oder? Der älteste Kreis der Kultisten benutzte über Jahrhunderte hinweg das gleiche Opfermesser, bis es schließlich alt und stumpf war. Die Druiden bewahrten es seither als Relikt in ihrem Vermächtnis auf. Das sollte ich mir näher ansehen. Okay. Achtung! Wow, wo kommst du denn her, Betty? Ist mal einen Umweg gegangen. Oder hast du einen schnelleren Weg gefunden? Gut, da. Woiuiui. Das war's dann wohl. Gut, versuch ich's mal hier. Der ist hier oben, der Schatz anscheinend. Das ist er nicht, aber den nehme ich auch mal mit. Und offen. Da haben wir natürlich wenigstens ein paar Kugeln. Das ist gut. Oh, da können wir nicht durch. Hm. Moment, dann probier es mal wieder mit einem unkonventionellen Trick. Moment, vielleicht kann ich da als Vogel durch. Da gehst du alleine hin. Ich bin zu groß. Na gut. So, habe ich es jetzt geschafft? Bin ich hier richtig? So, zurückverwandeln und... Hier liegt auf jeden Fall ein Teleportstein. Und der Schatz müsste jetzt eigentlich hier irgendwo sein. Also ich bin da tatsächlich rübergeflogen. So. Versteckte Truhe. Und... Gold. Oh, das ist schon mal nicht wenig. Romanovs Versteck haben wir also auch geplündert. Sehr gut. So, jetzt muss ich nur wieder rauskommen irgendwie. Nehme ich mal... den Weg hier runter. Da brauche ich gar nicht fliegen. Ich glaube, da kann ich einfach runterspringen. Also, ein bisschen Fallschaden hat es gegeben. Na gut. Dann wähle ich hier nochmal das Kristallportal aus. Oh, da haben wir einen Lindwurm. Ah, da ist auch Patty wieder, okay. Stell dich, du Hund. Ja, zeig's ihnen. Bin wieder da.
Das erfreut mich sehr, Patty. Du bist wieder da. Okay, hier sind wieder ein paar Gegner. Pass auf! Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal einfach nicht getötet habe. Oder dass jetzt aufgrund des Portals neue hier rausgekommen sind. Das ist ja ein Portal in die Schattenwelt. Da kommen ja immer neue Gegner raus. Das würde mich also auch nicht wundern. Natürlich immer noch faszinierend, dass Matt wirklich auf Kila war. Und ich dachte die ganze Zeit, der auf Takarigua und ich müsste den noch finden, aber... Nein, der... Ich weiß nicht mehr, was ich mit dem gemacht habe. Habe ich ihn getötet oder wurde er getötet? Ja, zeig's ihnen. Ich habe irgendwie immer das Bedürfnis, hier diese Erzadern abzubauen. Ich denke immer, das wäre magisches Erz, aber das ist halt einfach nur magischer Kristall. Obwohl, Erz ist ja auch irgendwie fast schon so eine Art Kristall. So, was ist denn hier? Achso, das ist die Höhle. Ach, die ist in einem Wasser. So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade wieder einen Absturz, was mir jetzt ein bisschen Sorgen gemacht hat, weil die Abstürze waren ja eigentlich fast nur auf der Nebelinsel und, oder waren, glaube ich, nur auf der Nebelinsel. Und ich hoffe, das ist jetzt kein wiederkehrendes Problem. Ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat. Ich versuch's einfach nochmal weiter. Aber wäre ja ärgerlich, wenn Risen das Problem jetzt dauerhaft hat. Weil wenn ich nicht mit Fraps aufnehme, funktioniert super. Aber sobald ich dann aufzeichne... ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat sich jetzt bei einem Fehler jetzt... also es bleibt dabei. Das wäre natürlich schön. Und ich versuche den jetzt einfach nochmal zum Portal durchzukommen. Gerade eben ist er ja abgestürzt, als ich die Erkenntnis hatte, dass hinter diesem Wasserfall das Kristallportal liegt. So, ich werde jetzt einfach mal vorsichtig die Typen da wegschießen. Sorgen, dass es wieder auf Ansage hin abstürzt. Ja, zeigt's ihnen. Oh, da ist noch ein bisschen Proviant. So, jetzt schaffe ich es aber hoffentlich hier wieder rein. Gut, wir haben es zumindest in die Höhle reingeschafft, also schnell speichern, bevor es wieder abstürzt. Und hier drin... Springen meine Klinge, Dämon. Oh, haben wir natürlich wieder ein paar Schergen. So, ah, hier wird es auch schon angenehmer. Hier haben wir nämlich nicht diesen Schwarz-Weiß-Filter drauf. Das ist natürlich schöner. Ja, zeigt's ihnen. Gut. Ah, da ist das Portal auch. Oh, hier kann man da bestimmt tief fallen. Beeindruckende Höhle. So, hier haben wir jetzt... Ach, da sind noch ein paar... Und noch ein... Ich dachte, ich habe den Schattenlord auf Antigua getötet. Oder ist jetzt einfach noch einer durchgekommen, oder was? Ja gut, dass sie hier alle so versammelt stehen. Kriegen die nämlich schön... gesammelten Schaden. So, jetzt fehlt natürlich noch der Oberboss da hinten. Den schießen wir jetzt schön aus der Entfernung weg. Schattenlord der Gier. So, und das war's dann auch mit ihm. Also, dann jetzt mal schnell das Portal schließen. So. Ja. Haben wir das auch erledigt? Dann können wir ja wieder zurück zum Schiff. Und... Ah nein,
Beziehungsweise wir sollten ja noch mit Alvarez reden, am besten mal über unsere Flotte. Weil eigentlich bin ich der Meinung, wir haben alle Flottenmitglieder versammelt. Müssen aber wahrscheinlich noch mit Alvarez drüber reden. Haben wir es endlich geschafft, alle Kristallportale zu vernichten? Ja. Wenn wir noch eins übersehen haben, wüsste ich nicht wo. Das hört sich gut an. Gut, konzentrieren wir uns jetzt ganz auf unsere restlichen Aufgaben. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts mehr zu tun. Ja, wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Nein. Hey. Tja, der Fluch des alten Romanovs hat mich wohl verschont. Ich habe seine Truhe geplündert, aber es geschah nichts weiter Aufregendes. Dann freuen wir uns doch einfach über das Gold, das er uns hinterlassen hat. Gute Arbeit. Ich würde sagen, auf Antigua sind wir fertig. Ja, leider nicht. Komm mit. Ei. So, und dann mal wieder hier. Moment, ich wähle mal gerade hier aus. Piratenallianz. Eisen wird mit Eisen geschärft. Wilson, der Schmied, schickte Avito und die stillgelegene Eisenmine im Norden. Er kam aber leider nie zurück. Das ist tatsächlich hier oben bei den Hauptmissionen aufgeführt. Weswegen mich das jetzt wundert, dass ich das noch machen muss. Ich kann es einfach mal auf der Karte markieren. Das ist nämlich auf Kalador, ne? Ja. So. Ich glaube, da kann ich mich jetzt nicht einfach so hin teleportieren. Moment mal. Ich wähle einfach mal die Piratenallianz aus. So. Und hier haben wir Kane. Ah, Moment mal. Vielleicht muss ich ja echt noch mit dem reden. Rede ich mal mit ihm. Was er dazu sagt. Wo ist denn Kane überhaupt? Er war hier gerade eben irgendwo am Hafen. Da versuche ich das nämlich nochmal zu machen. So, Kane. Der war der Captain der Mondjäger. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Was denn? Du zweifelst jetzt schon an deiner Entscheidung? Nein, aber... Naja. Warten wir es erstmal ab. Aber merke dir, ich bin es nicht gewohnt, dass man mir Befehle erteilt. Also, fange auch erst gar nicht damit an. Werd's mir merken. In Ordnung. Also, auf eine ertragreiche Jagd. Aber vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Ja, der hat ja wie gesagt auch eine coole Rüstung. Bis auf diese Stacheln vorne vor seinem Gesicht, die... Da stirbt man ja schon, wenn man einmal niest. So, mit ihm haben wir geredet. Moment mal, hier oben. Irgendwann Säufer. Nee, hinten. Ach ja? Nee, ich gehe jetzt einfach mal gerade zu Alvarez. So, ich hoffe, dann hat sich das ein bisschen erledigt. Jahrelang haben wir die Piraten gesucht und. Der müsste nämlich hier oben wieder sein in seiner Residenz. Genau wie damals auch in Risen 2. Da ist er auch schon, der alte Zuhälter mit dem Leopardenfell um die Schultern. Ich höre in letzter Zeit viel Gutes über dich. Danke. Du seist ein guter Kerl, sagt man sich. Ja. Nur weiter so. Und die Menschheit darf wieder hoffen. Keine Sorge. Das Kristallportal auf Antigua ist geschlossen. Bist du sicher? Ja, ziemlich. Aus dem Norden ist nichts mehr zu befürchten. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, mein Junge. Das ist dir doch hoffentlich ein paar Steine wert, oder? Aber sicher. Hier hast du deinen Anteil am Ruhm und Glanz unserer Stadt. Wenn das so weitergeht, werden wir noch glorreiche Zeiten zusammen erleben. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Ah, gut, okay. Wir können ich hab dem nie Bescheid gegeben, aber hey, übrigens, hier hast du ein paar Schiffe vor Anker liegen. Captain Morgans Schiff liegt im Hafen vor Anker. Und die Mannschaft? Die kämpft ab jetzt für uns. Großartig. Das hast du gut gemacht, mein Junge. Tja, es sind jetzt ein paar Mäuler mehr, die wir stopfen müssen. Hier, nimm dieses Gold. Das wird hoffentlich dabei helfen. Denke, das reicht fürs Erste. Die Magier werden uns unterstützen. Oh. Nun, das ist in der Tat eine große Verstärkung und eine Ehre für mich. Oh ja. Aha. Und ich dachte immer, du glaubst nicht an ihren Hokuspokus. Das habe ich so nicht gesagt. Es ist etwas anderes, wenn sie auf unserer Seite kämpfen. Mir flog schon der eine oder andere Feuerball um die Ohren.
Wenn dir das Fell brennt, fragst du nicht mehr. Dann glaubst du es einfach. Gute Arbeit. Weiter so. Nimm dieses Gold. Das hilft dir hoffentlich, die Crew der Magier-Galeone zu versorgen. Danke. So, die Dämonenjäger natürlich auch noch. Die Dämonenjäger von Kalador stehen auf unserer Seite. Dämonenjäger? Und du glaubst, die können uns helfen? Sie haben in ihrer Kultur ein umfassendes Wissen über die Titanenlords gesammelt. Kalador. Noch nie von ihnen gehört. Sie können sehr überzeugend sein. Und sie haben starke Krieger. Gut. Wenn du sie für stark genug hältst, um unsere Sache voranzutreiben, dann sei es so. Hier hast du Gold für die Versorgung der Truppen auf der Dämonenjäger-Fregatte. Die alte Truppe aus Takarigua wird uns unterstützen. Aha. War das nicht die alte Crew von Kapitän Stahlbart? Teilweise. Und sie sind hochmotiviert, den Geisterschiffen den Garaus zu machen. Wie ich sehe, hast du den Weg des Piratenkapitäns nicht verlassen. Gut so. Bei uns wirst du auch am meisten gebraucht. Nun, dann hoffen wir, dass die Jungs noch nicht verweichlicht sind. Hier, das Gold zur Versorgung der Crew. Gut, und jetzt noch ein Schiff der Inquisition. Wir haben ein Schiff der Inquisition. Ha, das ist gut. Doch wer soll das Schiff führen? Haben wir denn genug Männer? Nein, das machen sie gefälligst selbst. Du hast einen Trupp Soldaten der Inquisition in unseren Hafen geführt? Bist du denn des Teufels? Entspann dich. Die Jungs sind auf unserer Seite. Mann, Mann, was sind das bloß für Zeiten? Oh, na schön. Hier hast du das Gold für die Versorgung der Crew. Ich hoffe für uns alle, dass ich das nicht bereuen muss. Doch, das gab jetzt eine Menge Gold. Haben wir nicht langsam mal genug Schiffe im Hafen? Oh, die Stadt quillt ja bald über. Eine stattliche Flotte hast du da. Soll mich der Teufel holen, wenn wir damit nicht etwas ausrichten können. Setzt eure Segel und stellt euch dem Kampf gegen Crow und seine Geisterschiffe. Du bist nun der Anführer einer mächtigen Flotte. Du wirst sie in die Schlacht führen. Boah, hast du gelbe Zähne. Auf Leben und Tod. Viel Glück, mein Junge. Alles klar, Alvarez. Super. Das haben wir dann soweit auch erledigt. Und dann gehe ich mal gerade zurück zu meinem Schiff. Und dann sollte ich als nächstes endlich mal die Geisterflotte ansteuern können. Ich rede mal ein bisschen mit meinen Leuten. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Ein Haufen Gesetzloser im Kampf gegen die Ausgeburten der Hölle. Gemütlich. Vielleicht lasse ich mich später einmal hier häuslich nieder. Warst du nicht selbst einmal einer von ihnen? Damit habe ich abgeschlossen. Piraten sind verblendet vom Glanz des Goldes. Doch sie werden noch erkennen, dass der Besitz des Goldes keinen Wert im Schattenreich hat. Die Jagd nach Schätzen ist nur ein Zeitvertreib ohne Ziel, bis das unvermeidliche Ende naht. Du kannst einem aber auch wirklich alles vermiesen. Bitte, gern geschehen. Na gut, okay, gut. Dann... Ah, Polly, was sagst du mir jetzt? Ah, Mangroven! Ah, schwarzes Land! Ja, Kleiner, die Schatten machen vor gar nichts Halt. Tote Bäume! Ah, tote Vögel! Ich arbeite daran, keine Sorge. Bald wird wieder alles gut. Holzkopf! Nicht vergessen. Ich unterhalte mich mit einem Papagei. Ja, wir kriegen immer mehr Informationen. Wir brauchen halt noch ein paar Stichwörter. Rasier dich! Okay, gut. Dann werden wir uns nächstes Mal darum kümmern, Crows Geisterflotte anzusteuern. Jetzt müsste das ja eigentlich gehen. Jetzt haben wir ja alle Kristallportale zerstört und haben die Flotte hier im Hafen versammelt, die immer voller wird. So, dann bis zum nächsten Mal. Pass auf deinen Rücken auf!